Es ist vollbracht. Jetzt reden wir mit Donovan über Zelmacano. Wie wir ihn endlich erledigen. Und Junior natürlich. Lange hat's gedauert. Viele Leutnants und Kapos mussten dafür ins Gras beißen, aber jetzt gehört die Stadt uns und Zelmacano ist schutzlos. Wo er sich wohl versteckt, das werden wir bald herausfinden. Aber als erstes muss ich jetzt eine Weile fahren. Ich vermute einfach mal, dass er sich vor Angst verkriecht in seinem noch nicht fertigen Casino. Weil da hat er sich auch vorher mit Lou getroffen. Egal. Ich schleich mich rein, erledige seine restlichen Männer und dann erledige ich ihn. Gleich da. Noch 300 Meter. Wieder zurück im Holler. Und ein letztes Mal gehe ich in dieses Motel, um zu besprechen, wie ich jemand umbringe. Aber vielleicht auch doch nicht ein letztes Mal. Schauen wir mal. Von der ganz schnellen Truppe. Dein kleiner Amoklauf wird Typen aufscheuchen, mit denen ich auf keinen Fall was zu tun haben will. Das kann ich mir vorstellen. Zum Glück gibt's nichts, das ich nicht mit ein bisschen Supersprit aus der Welt schaffen ließe. Mit ein bisschen Glück halte ich sie mir damit vom Leib. Für ein Weilchen zumindest. Aber immer der Reihe nach. Erst müssen Georgie und Sal ins Gras beißen. Hör dir das an, wird dir gefallen. Ja. Dieses dreimal verfluchte Scheiße! Lou ist tot. Er war an der Andrew Jackson-Statue festgebunden im French Ward. Ausgenommen und aufgeschlitzt wie ein Kabeljau. Ach, verdammte Scheiße. Das war dieser verdammte Nigger Lincoln Clay. Und wenn du deinen Job richtig gemacht hättest, würden wir es nicht in der Scheiße stecken. Du warst doch auch da. Ich habe ihn genau in seinen Kopf geschossen. Du hast nur einmal geschossen. Ich habe überall Schulden gemacht. Alles habe ich versucht. Aber gebracht hat es überhaupt nichts. Wir sind am Arsch. Ich bin am Arsch. Ist doch Blödsinn. Noch haben wir ein paar Leute. Wir ziehen los und suchen diesen Schwanzlutscher. Jeder Haifisch in dieser Stadt riecht, dass Blut im Wasser ist. Mein Blut. Verstehst du das? Sie würden ihre eigene Mutter verkaufen, um ihr die Birne wegzupusten. Glaub mir, nicht einmal 10 Minuten würde ich da draußen überleben. Red doch nicht so ein Quatsch. Vergiss nicht, du bist Zelmacano. Und bisher sind wir aus jeder Scheiße wieder rausgekommen. Trommel alles zusammen, was wir noch haben. Die Jungs sollen sofort zum Casino kommen. Und wenn Lincoln Clay auftaucht, tun wir alles, was in unserer Macht steht, um diesen dreckigen Nigger in den Boden zu stampfen. An Ort und Stelle. So wird es gehen. Und jetzt mach, dass du rauskommst. Geh. Ich wusste, dass er sich dort versteckt. Ich hätte wissen müssen, dass Macano sich im Casino verschanzt. Wenn du die Brücke nimmst, hast du freie Bahn. Du weißt, das wäre ohne dich niemals möglich gewesen. Ist mir lieber, als in einem gottverdammten Büro zu verrotten. Und wenn du die Arschlöcher erledigt hast, komm zu mir. Ich denke, ich häng drüben beim Padre rum. In Ordnung. Zeig ihm, wer der Boss ist. Mach ich.
Yeah! Jetzt fahren wir zu Meccano und reißen ihm den Arsch auf. Oh yeah! Aber als erstes tue ich erstmal noch hier Munition. Komm schon. Jetzt lasse ich auch die Musik laufen, weil es einfach die letzte Fahrt ist. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Ja, erstmal Munition kaufen. Richtige Feuerkraft habe ich ja wieder dabei. Und dann kaufe ich natürlich jetzt noch ein paar Spritzen. Okay, bin ich auch voll. Noch eine Weste. Noch ein bisschen Sprengstoff. Habe ich da auch alles? Ich bin eigentlich komplett voll. Ich brauche eigentlich gar keine Angst haben. Ich kann Meccano richtig einheizen. Mal schauen, ob ich hier noch was kaufen kann. Verbessert, verbessert. Oh, mehr Granaten wäre nicht schlecht. Naja. Egal. Ja, ja, ich weiß, wie ich dich finden kann. Auf geht's. Zum Casino von Meccano, um es niederzubrennen. Lincolns Rache wird jetzt durchgeführt. Yeah! Genießt einfach die Mucke und die letzte Fahrt zu Sal Meccano und Georgie Meccano. Fahren noch ein letztes Mal durch unsere Stadt. Das ist unsere Stadt. Wir haben viel geopfert dafür. Viele Leute dafür umgebracht. Aber jetzt ist die Stadt unser. Und der große Boss muss jetzt auch dran glauben. Ah, wo fahre ich denn hin? Wow! Ach, scheiße, nein! Nein! Ah, egal, nochmal. Jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Oh nein! Und hoch! Na, also geht doch. So. Noch 400 Meter. Da. Die Straße ist abgesperrt. Willst du mich eigentlich verarschen? Okay, jetzt aber. Ich komme, Sal! Ich komme! Paradiso hast du es genannt. Ich schick dich ins Paradies. Aber ins Höllenparadies. Keine Männer postiert, das ist aber komisch. Hotel Paradies. Eine Menge Autos.
Das bedeutet, eine Menge Mafiosi sind hier drin. Diese Schüsse bringen mich echt um. Nicht gerade wenige. Vorerst mal gucke ich, dass ich noch leise reinkomme. Oben sind Wachen. Wenn ich die als erstes ausschalte, kann ich mich ganz langsam um die unten kümmern. Versuchen wir's. Muss nur aufpassen, dass die mich jetzt nicht sehen. Okay. Sieh mal an, was ich... Hier rüber! Erst hier drüben! Ach, verdammt nochmal! Das hat wieder nicht geklappt! Egal. Ich gehe in Deckung! Ja, ja, geht ruhig in Deckung! Idioten. Komm jetzt schön von unten rein. Sind alle abgelenkt. Alle Mann in Deckung! Ich will dich hier nicht mehr sehen! Hört auf zu träumen und findet diesen Wichser! Ich frage mich wirklich, ob er hier ist. Ja, natürlich. Was glaubst du, wer deine Kollegen umgebracht hat? Der Weihnachtsmann? Er macht uns alle fertig! Er nietet uns alle um! Sieh nach, ob er da drüben ist. Ich werde dich finden, Junge. Ja, ja, finde mich ruhig. Ihr seid die Lachnummer der Nation, Mann, echt. Unser Blut wurde vergossen. Ja, ich werde auch noch mehr vergießen. Leider habe ich es jetzt nicht leise reingeschafft. Das hat mich jetzt echt geärgert. Nichts. Vielleicht da drüben. Was von dir übrig bleibt, kriegen die Hunde. So, so. Scheiße, ist er da? Scheiße, ist er das? Oh, jetzt hat er. Jetzt haben sie mich. Okay. Nichts weg hier. Schmeißen schon Granaten. Ey, du Drecksack! Du bist der Letzte da oben. Okay, bist du doch nicht. Der Feuer kann ich nachlade. Ich zieh den Kopf ein. Schieb ihm eine Granate in den Arsch. Wer? Weg hier. Ah. Scheiße. Ja, das hat es. Arschloch. Ich komm zu dir hoch. Dann schneide ich dir die Kehle durch. Geh darum und zieh nach, ob er da drüben ist. Was? Wow! What the fuck, Mann? Wo kommt ihr denn her? Na, da. Na. Von der anderen Seite. Okay. Schön, dass du runterkommst, damit ich dich schön durchlöchern kann. Alter, wie viele da rausgekommen sind. Okay, gehen wir weiter. Hast du Angst, Arschloch? Nee, hab ich nicht. Die werden für sowas bezahlt. Ich bin nicht hergekommen, um zuzusehen, wie jemand anders die ganze Arbeit macht. Ich bin hier, um den Täter zu begraben. Verdammte Kacke! So wie besprochen. Sei vorsichtig da. Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Um wem denn dann? Ich hol dich, Georgie. Und dann erledige ich dich.